So, meine Damen und Herren, wir fahren fort im Programm. Ich freue mich jetzt, Katharina Sieverding als nächsten Gast unseres Symposiums vorstellen zu dürfen. Die Künstlerin Katharina Sieverding studierte zunächst erstmal ein Jahr Medizin, bevor sie an die Kunstakademie in Düsseldorf wechselte. Dort studierte sie erstmal Bühnenbild in der Klasse von Theo Otto und anschließend wechselte sie in die Klasse von Josef Beuys. Mit ihren Arbeiten ist sie wirklich in zahlreichen internationalen Sammlungen vertreten, sowie in Einzel- und Gruppenausstellungen. In den vergangenen Sommermonaten hatten wir hier im Artfoyer auch eine Einzelausstellung von ihr gezeigt, die jetzt bis vor kurzem, bis zur Eröffnung dieser Win-Win-Ausstellung im September zu sehen war. Und um nur einen kurzen Ausblick zu geben, im Januar des folgenden Jahres wird sie mitarbeiten in der Jubiläumsausstellung 30 Jahre KW Berlin zu sehen sein. Zu ihrem Schaffen kurz zwei Sätze, weil das wird sie dann viel besser erläutern können. Mit ihren monumentalen Fotoarbeiten lotet Katharina Sieverding seit den 1960er Jahren beständig mögliche Ausdrucksformen der künstlerischen Fotografie aus. Und zentral ist in ihrem Schaffen das Wiederabbilden oder Thematisieren von Themen und Konflikten der jeweiligen Zeit, in der ihre Arbeiten entstehen. Genaueres werden wir jetzt von ihr selbst hören und ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Sieverding, und übergebe das Wort an Sie. Dankeschön. Guten Abend, wir sind ja am Tag, weil es so düster hier ist, also nicht nur wegen meiner Sonnenbrille, aber es geht ja um Licht ins Dunkel. Hören Sie mich gut hier über diese Technik? Gut. Ja. Also, wir fangen mal an mit dieser Arbeit, die wir hier sehen. Die nennt sich ja, Moment. Kamera im Kopf und besteht aus zwei Ebenen sozusagen. Die erste ist, ist ein Maton, sogenanntes Maton-Porträt. Das heißt, es ist eine Instant-Aufnahme aus einem Fotomaton. Damit habe ich ja angefangen mit den Fotomaton-Bildern, Passbildern. Und das ist aber dann solarisiert, wie man sieht. Und die zweite Ebene, das ist eine Kamera. Also eine Kamera, mit der ich auch fotografiere und fotografiert habe. Und das ist die Kamera als Fotogramm oder Rheogramm und direkt belichtet im Kontaktverfahren auf Film oder Fotopapier. Also was ich interessant fand, das ist also eine Aufnahme über eine Kamera im Kopf und ohne Kamera fotografiert. Das hatte ich mir jetzt so als Einführung gedacht, weil ich immer wieder mit Widersprüchen arbeite und so weiter, um tatsächlich dem Potenzial der Fotografie näher zu kommen, weil ich denke, die einzige Frage der Zukunft der künstlerischen Fotografie ist die Frage, wie weit die Fotografie es dank ihrer optischen Möglichkeiten und Gegebenheiten, also technischen und Bedeutung, weil jeder hat ja eine Kamera oder mehrere. Also das ist für mich ein hochinteressantes Medium und deswegen bin ich also mit diesem Bild angefangen, denn für mich ist Fotografie Denken und das Denken bestimmt natürlich die optische und künstlerische Perspektive. Also finde also, dass die Möglichkeiten, das Potenzial der Fotografie mit dem Potenzial der Kunst
sozusagen zu steigern und überhaupt Lösungen zu finden. Das war von Anfang an, seit Ende der 60er Jahre, ist meine Aufgabe, und ich hoffe, dass ich das irgendwie klar machen kann über diese Bilder. Ich habe also hier 70, es gibt hier 70 Images, die wir durchgehen können. Ich mache aber nur bei den ersten diese etwas längere Einführung, weil es sonst vielleicht zu viel wird. Aber wenn Sie Fragen haben, ich finde auch so einen kooperativen Vortrag oder Begegnung hier, finde ich toll. Also Sie können jede Frage dann auch stellen, wenn Ihnen irgendwie da eine Frage kommt. Und jetzt nochmal zurück, so einen Gedanken, den ich hier formuliere. Die wesentlichen Bilder und Filme entstehen im Kopf. Die Fotografie ermöglicht das referenzielle Transformieren in einen Befund der Zukunft. Normalerweise wird der Fotografie ja immer zugesprochen, dass sie die Vergangenheit, dass sie Erinnerungen, Gedächtnis und so weiter unterstützt. Und wie gesagt, das ist etwas, was mich nie irgendwie interessiert hat. So, mal gucken, wie war das jetzt hier? Einen Moment. Ja, toll. Das ist der Titel dieser Arbeit ist Weltlinie 5. Das ist eine Arbeit von 1998 eben in dieser Form veröffentlicht. Und es geht um diesen Titel Weltlinie, und das sind immer zeitartige und lichtartige Kurven in der Raumzeit. Und so bewegt sich die Erde auf einer kreisförmigen Bahn um die Sonne mit konstanter Geschwindigkeit durch die Zeit. Ich habe es immer versucht, diese verwandten Wissenschaften und wie also die Quantentheorie und Philosophie und so weiter oder andere Bereiche mit in meine Bildfindung und Bildkonstruktion einzubauen, weil vieles wirkt ja auch, und jetzt gerade, wo wir also jetzt so total in dieser nach dem Wendepunkt von analog ins Digitale und so weiter sind, wird das umso deutlicher, dass dieser Weg, den ich versuche, wie ich die Fotografie da einbaue und eben auch die Verbindung mit solchen Layern, also wie auch hier jetzt, wirklich in die Zukunft hinein vorauszuschauen. Ich erkläre hier auch nochmal, diese drei Ebenen sind hier. Die erste Ebene ist ein analoges Porträt. Moment, jetzt geht das, glaube ich, hier weiter. Ja, ein analoges Porträt aus der Serie Nachtmensch von 1982. Dieses Nachtmensch ist für mich, da ich also eigentlich rund um die Uhr letztlich arbeite und nachdenke und auch meine Entscheidungen, überhaupt eine künstlerische, Laufbahn zu beginnen, nachdem ich die anderen Dinge, die also Frau Domschke schon erzählt hat, hinter mir hatte. Da dachte ich, also ich und meine Eltern, um Gottes Willen, jetzt auch das noch und so. Ich sage, macht euch keine Sorgen, ihr müsst da nichts investieren, das werde ich schon selber alles managen, und habe natürlich unglaublich viel Geld verdient, indem ich in dem wirklich populärsten Club in Düsseldorf gearbeitet habe und eben meinen Gästen empfohlen hat, sich nicht mit einem so einen Drink zu bestellen. Die kamen ja öfter, ne, die Herren besonders, in größeren Scharen, und habe gesagt, also bestellt, empfehle euch eine Flasche, und die Zutaten, die bekommt ihr dann so dass ich dann, wenn die Gäste alle eine Flasche hatten, natürlich die Bar verlassen konnte, um runterzugehen, eine Etage tiefer. Das hatte ich mir alles genau angeguckt. Da war eben dieser Passfotoautomat, in dem also zum Beispiel so ein Maton, wie die erste Arbeit ist, entstanden ist. Deswegen, dieser Titel auch Nachtmensch. Ne?
So, jetzt kommen wir zur Ebene 2. Das ist ein Aufeinandertreffen von Laser- und Atomstrahlen. Natürlich, gerade wo wir hier Licht ins Dunkel bringen wollen, ist natürlich klar, dass also die Entdeckung der atomaren Strahlung durch Marie Curie und Becquerel mich also unglaublich beschäftigt hat. Und überhaupt dahinter zu steigen, was da eigentlich die Welt auch letztendlich bedroht, wenn da einer tatsächlich auf das, war ja damals diese ganze kalte Kriegsära und so, einer auf, da drauf gedrückt hätte und so, dann, ja, Gott sei Dank ist, hat das nicht stattgefunden. Deswegen eben diese, diese Bildebene hier, die dieses Aufeinandertreffen von Laser- und Atomstrahlen. Der Laserstrahl ist in der Lage, die hohe Geschwindigkeit der Atomstrahlen bis zum Stillstand abzubremsen. Das hat mich natürlich unheimlich fasziniert. Wie können tatsächlich unter Umständen also atomare Strahlung abgebremst werden? Deswegen also diese Ebene. Und jetzt kommt die Ebene 3. Das ist das hier. Das sind Signaturen von Elementarteilchenbahnen von Feld und Atom, Welle und Teilchen aus der Quantenforschung. Das ist jetzt zu kompliziert, da näher drauf einzugehen, aber wenn man sich da, also ich habe mich da länger dann mit beschäftigt und fand also jetzt diese dritte Ebene absolut wichtig, weil sie auch genau diese ganze Strahlungs- und so weiter, also auch diese, wie soll ich sagen, diese Autonomie- und Konsistenzprinzipien, die sich da auch drin, die darin sich widerspiegeln, dass das etwas ist, was ich unbedingt oder worüber ich nachdenken wollte. Und deswegen habe ich also diese Ebenen, mein Porträt mit diesen zwei Ebenen kombiniert oder ergänzt. Also dass meine Vorstellung von Kunst ist eben die, und ich denke, das ist relativ klassisch, dass wenn man als Künstler eine Aussage über sich macht, irgendwie in dieser Darstellung erkennbar ist, womit sich der oder die Künstlerin eigentlich inhaltlich beschäftigt. So, immer weiter. Einen Moment. Ach so, und hier sieht man noch, deswegen habe ich das am Ende, das ist also hier die Arbeit, die ist also 3 Meter hoch, 3,75 breit und ist dann hier gerahmt und das ist also dann die tatsächliche Arbeit für das Kunstsystem. War die mal hier? Die? Nee, schade. Also. So, weiter. Das ist eine zweite Arbeit. Hier ist auch wieder die Ebene 1, ein analoges Porträt aus der Serie Nachtmensch von 1982. Diese Serie Nachtmensch ist sehr, sehr umfangreich und ich habe genau dieses Porträt mit den Händen und dem Nachdenken ausgesucht, um dann das zu kombinieren mit der Ebene 2, die Darstellung einer Raumzeitschleife. Ja, das ist ziemlich, das kann ich jetzt hier auch nicht alles erklären, aber auf jeden Fall ist die Zeitschleife in der Lage, eben diese Autonomie- und Konsistenzprinzipien in Konflikt zu bringen. Da verschiebt sich tatsächlich ich mache jetzt mal diese Ebene von der Schlaufe, Moment, ach so, das ist jetzt das, ja, dieses Nachtmensch und dann diese Ebene. Das heißt, dass bleibt, irgendwie ist das also dieser Raumzeit, Konflikt nicht, aber Polarisierung ist, dass man also im
im Heute eigentlich im Morgen ist. Und das fand ich eben auch hochinteressant, dass diese Art wissenschaftlich dahin zu untersuchen, weil das natürlich mehr verpflichtet, mal darüber nachzudenken, das, was ich heute mache und so weiter. Aber ich bin dann schon eigentlich im Morgen, wenn ich noch im Heute bin. Ja? So, jetzt weiter. So, hier ist jetzt, hier sehen Sie eine der letzten Shows, die ich gemacht habe und auch die Ausstellung hier, die hier war, ne? Weil ich weiß nicht, ob die, so ich, und ich fand, dass das also hier, es hat mir also unheimliche Spaß gemacht, also das hier so, diese Arbeiten so zu installieren und das, was ich sage, auch so etwas durch eine architektonische Installation von Fotografie auf den Millimeter genau festzulegen. Hier ist nochmal die Weltlinie-Arbeit, die ist aber hier, glaube ich, in der Sammlung. Ne? Die hing ja da. Ne? Ja. So, jetzt kommen wir zu der Arbeit, auch eine ganz frühe, die Sonne um Mitternacht schauen. Die ist also 56-teilig, es gibt also 28 Prototypen und wie Sie wissen, oder ist ja bekannt, dass ich ein Porträt immer spiegel, ne? Dass es also nie als einzelne Porträt ist, sondern aus gutem Grund diese permanenten Spiegelungen, Reflexionen sozusagen dadurch begründe oder darstelle. Also die Sonne um Mitternacht schauen. Jetzt komme ich gerade aus dem Kurhaus Kleve, wo eine der größten Fotosammlungen, die Sammlung Viehhoff, Premiere hatte. Und die hatten also jetzt immerhin eine 14-teilige Arbeit von mir, ist da installiert worden. Das heißt, ich habe mich um die Installation selber sehr stark gekümmert, weil das, was sie vorhatten, war unmöglich. Und es ist dann also ziemlich gut geworden, wie man das dann hinter im Gesamt der Ausstellung feststellte und mir das auch bestätigte. Und die haben dann geschrieben, das fand ich irgendwie auch interessant, über ein Dutzend Mal blickt uns die Künstlerin in dieser raumfüllenden Installation entgegen mit einem goldschimmernden Antlitz, das weder lächelnd ist noch sich sonst einer Emotion zuordnen lässt. In einer derart rätselhaften Weise, wie wir es vielleicht nur noch von Da Vincis Mona Lisa her kennen. Das fand ich doch ein nettes Kompliment. Ne? Sie erscheint attraktiv, aber mysteriös, düster, aber faszinierend, wie eine Femme fatale, in der sich, das habe ich auch noch nie gehört, in der sich Verführung und Verhängnis gleichermaßen begegnen. Durch die Wiederholung und Übersteigerung erscheint ihr Gesicht wie eine Maske, die eine ähnliche ikonische Wirkung entfaltet wie die des Tutanchamun, dessen künstliches Imago mit der Zeit ebenfalls zu einem Alter Ego, oh Gott, wo ist die Seite jetzt, wird. Ist alles nicht so einfach hier mit der ganzen Zettelei. Ich muss den Vortrag noch mal weit. Hier ist es. Ego wurde. So. Dann wurde weiter das auch nochmal, das fand ich auch, ich sage Ihnen das nur mal, weil das in Kleve, wo diese Arbeit erstmals zu sehen ist, fühlt sich die Künstlerin ihrem ehemaligen Lehrer Beuys, zumal im Jahr seines 100. Geburtstages 2021, verbunden, wie nie zuvor. Also stimmt nicht, aber ist ja egal. Auch dieser präsentierte sich einst mit goldgefärbtem Gesicht, als er dem toten Hasen die Bilder erklärte. Gut, das
Sie sehen, was man alles so erlebt. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt müssen wir eben gucken, wo ist das? Egal, ich spreche jetzt frei, weil das ist die Arbeit Global Desire 1. Und die ist irgendwie von 2018 oder 17, muss man eben hier gucken. 17, ne? Und Kim Jong-un in der Mitte, ich mache jetzt mal diese Ebene, dann sehen Sie das alles etwas deutlicher, ist der in der Mitte. Kim Jong-un verlässt amüsiert das Amazon Fulfillment Center Phoenix, Arizona. Das ist das hier, ne? Also das ist das größte Versandlager der Welt. Und wie wir wissen, Nordkorea, also Antikonsumismus und die Untertanen dürfen nicht. Und ich war ja auch oft in Asien, auch zu Zeiten, wo das alles noch etwas deutlicher war, diese totalitären Staaten, ob das China war oder eben auch Korea. Die Sache ist die, dass ich das irgendwie mal interessant war, wie er dann, das ist jetzt auch die Arbeit, auch 3 Meter hoch, wie er dann mit seinen sieben Anhängern aus Pyongyang, der eine schreibt schon die Bestellung auf und so weiter, und wie ihm durch den Kopf diese ganzen Artikel aus Phoenix, Arizona durch den Kopf gehen. Ne? Gut. Wenn Sie Fragen haben, ne, ich mache nochmal drauf. So, das ist jetzt hier, das war ja eine Arbeit, die hier war, ne? Unwiderstehliche historische Strömung, das ist also Charlie Chaplin, wie er abgestürzt ist und dann im Schlamm versinkt mit den Akten und fragt und denkt, will die Akten retten, und dann sagt der Partner, sagt, ja, also der Krieg ist sowieso verloren. Und deswegen dieser Titel, unwiderstehliche historische Strömung. Das ist ein Zitat, ist falsch ausgedrückt, aber es ist eine Äußerung von Mao Zedong. So, hier kommen wir jetzt zu der Arbeit Global Desire 2. Moment mal eben. Alles nicht so einfach. So. Ja, das ist auch 2017. Zwei Bildebenen überlagern sich, das größte syrische Flüchtlingslager in Za'atari, Jordanien, in dem etwa 80.000 Menschen leben, mit einem Bild von Technikern, die einen russischen Yachtbomber zur Bekämpfung der Rebellen in Syrien präparieren. Ich zeige Ihnen jetzt mal diese Ebenen. Das ist also dieses Za'atari. Und ich finde, mich hat dieses Bild gereizt, weil die nennen das auch, wie Rüde sowieso, also diese Straßen, die haben alle Namen und so weiter. Also es ist jetzt nicht so ein Lager, es ist schon irgendwie konzipiert, dass man sich da sowieso wahrscheinlich, wie in den anderen Lagern, aus denen wir ja in der Gegenwart auch oft hören, schon länger aufhält und nicht einfach mal nur ein vorübergehender kurzer Aufenthalt ist. Und so. Ich hatte dann eine öffentliche Präsentation gemacht zu dieser Arbeit und hatte dann aber einen Titel, war über die Arbeit am falschen Ort, und weil ich auch darauf hinweisen wollte, dass oft diese Migranten wirklich am falschen Ort, ich meine, jeder ist vielleicht heute in der Welt fast immer am falschen Ort, und dass
Dieser Titel ist also aus der Autobiografie von Edward Said, und das ist einer der bedeutendsten Theoretiker des Postkolonialismus. Hier sieht man dann die Ebenen auch noch mal ganz schön, also die auch sehr transparent ist, damit man dieses Lager, also da arbeite wir natürlich im Studium relativ viel, wie dann überhaupt es möglich ist, die Bildebenen so zu miteinander in optisch und visuell in Verbindung zu bringen, damit überhaupt das, was ich da sagen und ausdrücken will, dass das also auch stattfinden kann. Das ist auch eine Version, die ich damit gemacht habe, eine Negativversion. Und hier ist das, das ist jetzt hier in Frankfurt so gewesen. Ne? Da sieht man die Arbeit jetzt also in dieser tatsächlichen Form. Das ist auch 3,75 mal 3 Meter hoch. Ich bin jetzt ganz froh, dass wir da ein paar Installationen doch von hier dazwischen sind. Ich gucke gerade, wo das war. Das war vorne. Ja. Ja. Das ist ja die Arbeit, deswegen komme ich jetzt auf die. Die hing dann da, ist ein kleineres Format, 1,25 mal 1,90. Aber für mich also eine ziemlich wichtige Arbeit. Das ist hier das Holocaust-Denkmal in Berlin. Und ich war eingeladen von der Reichsregierung da oder Reichstags, und die wollten also noch was von mir haben und so weiter. Und dann habe ich also diese Arbeiten hier, sind zwei. Das ist also das Berlin nahegelegene KZ-Anlage gewesen, Sachsenhausen. Und habe dann also diese beiden Ebenen, weil mich hat das irgendwie ziemlich irritiert, wie diese Linearität in so einem Holocaust-Denkmal und wie dann also auch diese Art von Linearität und Struktur in einem Konzentrationslager, einfach mal darüber nachzudenken, was hat das für eine Bedeutung, dass man das so macht, dieses Holocaust-Denkmal, was hat das noch so? Dann war gleichzeitig, das ist hier ein Projekt gewesen, Kunst im Untergrund. Und da habe ich natürlich, das ist also auch Berlin und an den U-Bahn, ich glaube, weiß nicht welche Linie, 5 oder so, auf jeden Fall habe ich da also mehrere solcher U-Bahn-Stationen, habe ich dann also auch mit diesen Plakaten da installiert und natürlich in Rot, Gold, Schwarz, ne? So als so, ne? Ist ja klar, die Symbolik, Farbsymbolik. Jetzt kommen wir auf diese anfänglich von mir erwähnte atomare Strahlung von Curie und Becquerel. Und die zweite. Das ist die eine Ebene, das ist die zweite Ebene und das war, ich war auf der Suche nach einem Massenornament und habe das also gefunden in China. Das war die Trauerfeier oder die Zelebrierung des Todes von Mao Zedong. Hier haben wir diese Aufnahme, diese atomare Strahlung. Und diese Idee hinter dem Bild ist, dass bitte möglichst, ist da, das ist aber jetzt muss ich noch aufs Anfang gehen, hier ist es deutlicher,
dass eben alle Menschen sowohl in der Welt darüber nachdenken, was sie und was die Politik entscheidet in Bezug auf den atomaren Krieg und überhaupt diese ganze Möglichkeiten. Ich meine, wenn wir haben heute Drohnen, die also können also Menschen vernichten, also diese Killerdrohnen und so weiter. Es hat sich ja alles weiterentwickelt und eben dieser Gedanke, man sollte insgesamt darüber nachdenken, was eigentlich uns, was, wie man entscheiden sollte, politisch, kulturell und so weiter. Ja, und die hing hier auch, die Arbeit, das ist jetzt ja auch wieder hier aus der Kunstsammlung DZ Bank. Ja, das erinnere ich auch noch. Mhm. Hier ist nochmal eine andere Form, also da habe ich auch dasselbe Massenornament benutzt, der Menschen. Und das mit einer Sonnenhorizont und Strahlung verbunden mit dieser Formulierung der Dreigliederung, also des Geisteslebens, Wirtschaftslebens und Rechtsleben. Hier sehen wir diese Aufnahme, die nochmal eine etwas andere Perspektive hat. Hier ist die Sonne mit den Eruptionen. Das ist auch eine interessante, wodurch das entsteht. Das ist ja, hat ja auch mit Radioaktivität zu tun und so weiter und so weiter. Deswegen nochmal zurück. Deswegen auch von meiner Seite aus dieses Nachdenken über diese Dreigliederung. Das ist ja eine Qualität, die Rudolf Steiner und dann also natürlich weiterführend die Anthroposophie entwickelt hat und dass also diese Dinge vollkommen autonom nebeneinander, dass das Geistesleben, die Kunst nicht durch Wirtschaftsinteressen bestimmt wird und das Rechtsleben auch nicht durch die und so weiter und so weiter. Also das, Ihnen ist das ja bestimmt alles geläufig hier in Frankfurt. Weiter. Und Sie sehen, das ist zum Beispiel eine Arbeit, das ist ein 200-Meter-Fries und in Düsseldorf, der hängt jetzt schon das dritte Jahr und war eigentlich nur für vorübergehend gedacht, aber die Stadt hat das unterstützt, dass das also bleibt. Und ich fahre immer, wenn ich wie heute auf den letzten Drücker zum Bahnhof, um den Zug zu kriegen, fahre ich dann also immer dahinter durch und dann freue ich mich immer, dann kann ich dem Taxifahrer erklären, wo er durchfährt. Und das hatte der auch dann noch. Meistens haben die es noch nie so wahrgenommen, was das eigentlich da oben soll. Ne? Okay. So, das ist jetzt hier eine andere Aufnahme. Das ist also eine Tumoraufnahme, auch mit diesem Sonnenhorizont, ist aber gespiegelt, diese Sonnenhorizontaufnahme und einem Rückgrat. Und ich wurde gebeten, an einem Wettbewerb teilzunehmen, wie also das Reichstagsgebäude wieder politisch mit den verschiedenen Parteiinteressen, aktiviert wurde und da also Politik gemacht wurde. Und ich sollte, war ein großer Wettbewerb. Und ich habe mir das dann so gedacht, dass diese Zukunft immer in diesem doch historischen speziellen Reichstagsgebäude, dass die mit das Rückgrat steht dann für die, dass man da, da gibt es auch so einen Spruch, wenn man da, also wenn die zur Wahl gehen, da in Parlamentarier, dass sie mit einem bewussten Haltung und auch dann die Entscheidung entsprechend treffen. Und dann natürlich auch diese Tumoraufnahme,
Das ist ja eine schleichende Krankheit meistens, und dass also diese Dinge bitte, so wie es passiert ist mit der Geschichte, deutschen Geschichte, was also wie sich dann diese ganze NSDAP da entwickelt hat, dass man also darüber nachdenkt bei jeder Entscheidung, was ist eigentlich, gibt es also eine karzinöse, sind wir in dem Prozess oder was können wir dagegen machen, und einfach diese Entscheidung zwischen Erde und Sonne richtig zu fällen. Das ist also hier diese Aufnahme eines Bauchspeicheldrüsenkrebsgeschehens. Das sind auch Erfahrungen, die ich selber jetzt gemacht habe, innerfamiliär und so weiter. Deswegen, das ist also eine Erkrankung, die mich, also, und die auch sehr, sehr, das ist eine typische Zeitkrankheit, ne, mich also interessiert. Da ist nochmal die Sonne. Ach so, und jetzt sehen wir das ganze Geschehen hier. Das ist also jetzt in dem Reichstagsgebäude. So ist die da installiert worden. Und dann davor liegen also diese ganzen Offenbarungen der verfolgten, getöteten und verschollenen Parlamentarier. Das sind drei wirklich sehr umfangreiche Bücher. Und diese Kombination mit den Büchern, das war mir klar, deswegen habe ich diese Arbeit, dieses Statement visuell so formuliert. Jetzt sind wir hier wieder in der DZ-Bank. Ne? Das waren die vier Arbeiten, und das fand ich auch toll. Ich muss sagen, ich bin ganz stolz, dass also die Kunstsammlung der DZ-Bank zwei der wesentlichen Steigbilder besitzt. Und weil in den Zeiten, in denen wir jetzt im Moment wieder so ein Feindbild haben, diesen Supervirus, das sind ja letztendlich diese Steigbilder beziehen sich ja wie erkenne ich eigentlich, was mit dem humanen Gesamtorganismus gesundheitlich oder krankheitsmäßig, also wie erkenne ich da Störungen? Und da gibt es natürlich die Steigbildmethode, und mit der habe ich mich, ich bin also selber im Kristallisationslabor einmal gewesen, es gibt ja auch die Kristallisationsbilder von mir, die haben damit zu tun, da wird also kapillares Blut, eine kleine Menge wird also mit Kupferchlorid versetzt, und so wie das dann auskristallisiert, kann man erkennen, wo also, ob das mental oder organisch oder ist, also wo die Störungen sind und wie das zusammenhängt. Das Ganze ist also eine Methode der Steigbilder, die sich entwickelt hat durch Forschen und Fragen an der Darstellung von Lebensprozessen. Es ist die Suche nach einer bildschaffenden Methode der schaffenden Bildekräfte. Versteht man, ne? Nein, aber das ist ganz wichtig, weil das ist wirklich eine ganz andere als diese quantitative, was die Schulmedizin an, ne, so und so viel und das und das. Wie ich darauf gestoßen bin, bin ich also wirklich dann nach Dornach und habe mich mit dem Ganzen also beschäftigt und habe also auch eben diese familiären Menschen, die also da mit zu tun hatten und auch mit den Anordnungen oder Prozessen der Schulmedizin
deswegen und habe das dann so erfahren, was das für eine ganz andere Methode ist, sich also diesen chromatografischen Darstellung sich dem also zu widmen. Und dann ist es mir auch gelungen, dann diese Menschen in diese Paracelsus-Zusammenhänge zu bringen. Und die haben also sehr aufgeatmet und so. Entschuldigung, ich muss mal eben hier. Fünf Minuten, oh Gott, ja. Ja, gut. Nee, dann machen wir das doch einfach. Wir gehen jetzt einfach mal nochmal die Bilder durch. Nur das war mir jetzt hier wichtig, weil diese Arbeit ist hier. Ich habe extra den Totenschädel genommen, weil der Totenschädel ist immer so das so ein Symbol für den Tod und diese Steigbild eher für diese schaffenden Bildekräfte im Organismus und. Also es ist ein ziemlich komplexes Thema. Ja, ich gehe jetzt einfach, das ist auch eine komplizierte Arbeit, ich habe dieselben Schmerzen, ist das hier auf Japanisch, das hatte ich jetzt, weil ich ja vorwiegend in Düsseldorf bin und wir ja eine große japanische Community haben und ich da auch mal das ein oder andere Statement mache und das Ganze bezieht sich auf den Bosnien, also auf diesen Kosovo, diesen Krieg im Balkan, wie die da immer geflüchtet sind. Und ich gucke mir das wieder, Nachtmensch natürlich, dieses Porträt. Und diese ganzen Zusammenhänge, da denke ich darüber nach. Das habe ich gerade erläutert. Wobei es hier interessant ist, dass ein Totenschädel, der durch einen Schlag ist der Mensch gestorben, ne? Und das ist dann nochmal ein größerer Gegensatz, Polarisierung zu dem Steigbild. Ja, Transformer und Encode. Ich mache das jetzt schnell. Ich wollte zu dieser Encode-Arbeit, glaube ich, gibt es hier auch noch Ebenen. Das war also eben diese, das ist ja hier Frankfurt Flughafen zum Beispiel. Und das ist eine Aufnahme eines Zeitgenossen aus Berlin. Den habe ich auf der Brunnenstraße nur von hinten fotografieren können, aber ich fand den hochinteressant und dachte, den hätte ich gerne getroffen und habe mir dann eben über die Kunst eine imaginäre Begegnung verschafft. Also hier sieht man den nochmal mit dem Mantel und so. Dann so raus retuschiert etwas. Und dem Ganzen guckt also Jodie Foster zu. Und jetzt haben wir das Bild nochmal. Also ich stehe ihm jetzt dann gegenüber hier in Frankfurt Flughafen und sie guckt dazu. Das sind einfach auch Möglichkeiten der Ja, der hat die Installationsaufnahme gemacht, ne? Ist auch gut, ne? Na, das ist ja der eigentliche, ne? Ja, der hat mich dann ja auch hier fotografiert, deswegen haben wir das da bewusst drin gelassen, ne? Hier, man sieht, also dasselbe Bild habe ich dann auch benutzt für Kunst im Untergrund, ne? Das ist jetzt Motorkamera. Daraus ist ja dann sind die Transformer entstanden, die übereinander gelegt, männlich, weiblich und so weiter. Das ist die Cyan-Solarisation und das sind alles, wie gesagt, diese, so wie die Gold-Serie auch, 28 Prototypen jeweils und also 56 dann, weil die ja gespiegelt werden. Und das war hier die blaue Sonne, auch wieder Sonne um Mitternacht schauen, halt die Arbeit. Das war sehr schön hier, fand ich, ne? Weil es ja auch so ein bisschen so noch, man merkte das, ne? Mit dem blauen Licht und so. Ja, das ist jetzt, das nochmal, das hatten wir ja, das hing hier, will ich jetzt nicht alles nochmal. Das ist jetzt Dachau, die andere Arbeit, die zweite davon.
einmal diese Reichstagskuppel oben mal auch gespiegelt und so. Das ist also jetzt hier diese, das war ja die Musteranlage für das war das erste KZ Dachau. Und ich habe da also habe mich da ziemlich lange aufgehalten und eben auch eine Ausstellung gemacht in einem Renaissance-Schloss oben über diesem Dachau. Es war also sehr merkwürdig, diese verschiedenen Welten. Und aber die waren sehr dankbar. Die sagten, es hat noch nie ein Künstler, den sie oder sich mit diesem Dachau solche Statements oder solche Formulierungen gefunden. Jetzt geht's hier hin. Da sind wir da wieder am Reichstag, ja, das ist durch der Süd, weiß nicht welcher Turm, mit der Europafahne und das ist überblendet mit einem der 36 Reichsparteitage in Nürnberg. Das war die Aufnahme, die ich vorher gemacht habe, weil ich konnte, nachdem ich dann diese Ausstellung da hatte, unten 100 Jahre Frauenwahlrecht, habe ich gesagt, ich möchte gerne aufs Dach von diesem Reichstag und Fotos machen und dann können Sie mir bitte irgendjemand, der mir das an die Seite und es kam, ich bekam einen Herrn, der stellte sich vor, mein Name ist Deutsch, fand ich auch gut. So, jetzt ist das die letzte Aufnahme, jetzt sind wir auch am Ende hier, das ist also dieser Reichspartei. Man sieht, was das für eine Inszenierung war. Ne? So, und das ist das in Nürnberg, da bin ich gleich auf die Straße mit Plakaten, weil da war gerade dieser Lockdown im Kunstbunker und jetzt ist Schluss. Gut? Applaus